Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu City Skylines und einer neuen Folge, die hoffentlich sehr vielversprechend einiges bewirken wird. Ja, unsere Stadt ist schon ziemlich groß geworden. Darauf bin ich ziemlich, ziemlich stolz, da das in ziemlich kurzer Zeit passiert ist und alles ziemlich, ziemlich ist. Ach ja, so, wir brauchen Industriegebiet. Damit können wir momentan nicht allzu arg dienen. Ich überlege gerade, wo ich eine Querstraße hier reinpacke und wo nicht. Ich glaube, ich mache das hier mal noch so parallel. So ähnlich, wie wir das auch bei dem anderen hatten, dass wir jetzt hier so kleine Querstraßen reinbauen. Damit die Kreuzungen nicht allzu voll werden. Und wir den Platz möglichst gut nutzen. So. So, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Das sollte fürs Erste reichen. Und ja, machen wir mal bis hier zu der Ecke. Immerhin brauchen wir ja gerade sehr viel Gebiet. Dann sollen sie das mal eifrig vollbauen. Oh, und wir verdienen gerade auch ordentlich. Das freut mich natürlich sehr. Da können wir ja fast schon den Kredit abbezahlen. Sehr, sehr gut. Und wir haben schon ziemlich viele Einwohner. Das läuft ja gar nicht mal so schlecht. So, dann bauen wir das mal hier auch noch ein bisschen aus. So. Dann kann hier noch fleißig gebaut werden. Und wir können schon wieder Wohngebiet gebrauchen. Ach, herrje. können wir mittlerweile eigentlich was Neues dazu kaufen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, können wir. Sehr, sehr cool. Ich würde gerne in die Richtung hier gehen, muss ich gestehen. Weil die Weihe, das Loch hätte ich gerne. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch. Ja, Geld haben wir. Sehr cool. Dann kaufen wir das auch gleich mal. So, Dalle. Oh, hier steht ein Haus leer. Reißen wir vielleicht mal lieber ab, bevor es hier zur Brandgefahr wird. So, und der Strom ist schon wieder wenig. Ach, je. Oh, boomende Kleinstadt. Total toll. Kontrollierter Drogenkonsum? Echt jetzt? Gibt's als Richtlinie? Wie geil ist das denn? So, wir könnten jetzt aber auch eine fortschrittliche Windturbine bauen. Finde ich an sich total cool. Würde ich auch gerne machen, aber hier bringt das momentan 1 Megawatt und hier bringt das 20 Megawatt. Ja, ist jetzt hier so ein bisschen schade, weil hier einfach absolut gar kein Wind in dem Wasser ist und in dem Wasser schon. Ja, wir haben auch sonst nirgendwo ein Wässerchen, was das so gut macht wie dort. Also werden wir das hier erstmal in die Ecke reinstellen. Weil es das einfach echt gut macht, ne? Weil das Ding schafft ja nur 8 Megawatt. Da ist das irgendwie kostenmäßig doch irgendwie besser. Um 4 Megawatt. reicht das jetzt erstmal oder brauchen wir noch was? Ich glaube, wir brauchen noch eins. Können wir uns sogar leisten, weil wir die letzte Aufgabe schon abgeschlossen haben. Sehr, sehr gut. So. Müssen wir mal die Zeit hier wieder schneller drehen. So, passt. Und der Strom ist auch nicht schlecht, aber wir stellen am besten mal gleich noch eine dazu. Damit wir auch nicht gleich wieder hier uns darum kümmern müssen. So, hier passt der Strom noch nicht ganz, weil die Verbindung hier noch nicht besteht. Wisst ihr was? Ich korrigiere das einfach mal schnell. Dann sollte das auch funktionieren. So, hier stehen schon wieder Häuser leer. Ganz schön viele sogar. Das ist ja komisch, aber... Ne, ist dann halt so. Vielleicht war da gerade nicht genug Strom oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen mittlerweile eine Oberschule bauen können. Okay. Und polizeimäßig könnten wir rein theoretisch hier auch nochmal was tun. Ja, ich glaube, ich stelle die jetzt mal hier mit hin. Dann ist die Seite auch mal abgedeckt. Ja gut, wir brauchen wieder mehr Money in the Tash. So. Haben wir jetzt hier erstmal nur den einen Kredit und dann ist gut. Und dann können wir uns jetzt hier auch mal wieder was leisten. Zum Beispiel bildungsmäßig eine ganz, ganz tolle Schule. Stelle ich mal hier gleich neben unsere Polizei und unsere Feuerwehr. Und dann klappt das hier hoffentlich. Wie sieht es mit der Schule aus? Hier haben wir genug, nur hier ist es noch so ein bisschen knapp. Aber naja, schauen wir einfach mal. Feuerwehrtechnisch könnten wir noch mal was tun. Gerade hier hinten wäre es nicht schlecht, wenn wir hier, glaube ich, noch eine hätten.
Ja, baue ich hier auch mal direkt gegenüber eine hin. Dann sieht das hier auch schon wieder viel besser aus. Ja, und hier sollten wir vielleicht auch noch eine hinbauen. Ja, baue ich auch mal hier in die Ecke. So, und schon haben wir kaum noch Geld. Upsi, dupsi. Blöd. So, hier steht schon wieder die Hälfte leer. Äußerst ungünstig, aber gut, reißen wir einfach weiterhin mal ab. Können wir hier noch den ein oder anderen Park gebrauchen oder geht das erstmal? Hier oben könnten wir rein theoretisch noch einen hinsetzen, wo gerade die Stromleitung so schön sitzt. So, haben wir jetzt einfach mal unterbrochen und schauen mal. Ja, der Strom hat sich jetzt von alleine angeknüpft. Sehr, sehr schön. So, Dalle. Hier passt das mit dem Strom auch noch alles. Wie sieht es überhaupt mit dem Wasser aus? Haben wir momentan auch noch genug? Sehr, sehr gut. Und abwassermäßig ist hier auch alles in Ordnung. Na, das läuft doch. Wir brauchen nur mehr Wohngebiete. Was mich gleich mal zu unserer letzten Errungenschaft bringt. Wir werden jetzt hier mal eine Brücke rüberbauen. So. Ja, blöd, dass wir genau da den Park hingestellt haben. Können wir den verpflanzen, sag mal? Das wäre an sich nicht schlecht. Gebäude verschieben. Okay, dann kostet uns das 700 an Umzugskosten. Ha, ich will auch nicht die Leute vertreiben. Das ist auch irgendwie blöd. Aber wir stellen ihn einfach jetzt mal hier direkt neben die Feuerwehr und dann ist gut. Weil, ich glaube, wir wollen hier sowieso nur eine große Brücke haben. Können wir da nicht so zwei schöne Teile haben? Da haben wir nur so eine Einerbrücke. Ja, bleibt auch irgendwie dabei. Ich kriege eine zweite hier nicht hin. Dass da nochmal so ein Pfosten kommt. Wenn ich das hier so schräg drüber packe. So finde ich es optisch irgendwie schöner. Weiß ich auch nicht. Sieht hier zwar irgendwie komisch aus, aber naja. Dafür haben wir es mitten in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ich damit so zufrieden bin. Okay, das Auto hat sich mal einfach ganz spontan anders überlegt. Wollte doch nicht hierher. So gut, dann bauen wir hier einfach mal eine fette Kreuzung. So. Und ja gut, vielleicht wäre eine andere Brücke auf der Seite auch gar nicht so übel. Aber dann müssten wir hier wieder die ganze Straße upgraden. Blug. Hatten wir hier irgendwelche Sachen dran gebaut? Ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Feuerwehr hingesetzt. Ach hey. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das so entwickelt hier als Knotenpunkt. Blöd. Wie machen wir denn das jetzt? Wenn wir das einfach jetzt hier über die Straße leiten, ist vielleicht eine Idee, oder? Kommt, wir knüppern das jetzt hier einfach mal weg. Hier, geh mal weg, Haus. ihr passt hier gerade leider nicht mehr hin. So, jetzt sagt er mir, dass hier die Straße nicht angeknüpft ist, aber was soll ich tun? So. Dann packen wir das mal nochmal bis hier in die Richtung. So, ja, ist jetzt halt irgendwie doof. Aber was soll's? So, dies würde ich hier irgendwie gerne aufheben. Kann ich das aufheben? Nee, das geht einfach dann nur wieder dahin. Hier, da war das Tool zum Aufheben. Sehr gut. Jetzt habe ich da mehr aufgehoben, als ich wollte. So, schick. gut, dann haben wir jetzt hier nur noch den Verkehr, der hier außen rumfährt. Ist ja an sich auch nicht so verkehrt. Ich verbinde mal hier zwischen noch die Straßen. Damit man hier nicht so viel rumfahren muss. So, dann ist hier noch so ein kleiner Bogen. Ich hoffe, dass das mehr bringt, als ich gerade zerstört habe. Man weiß es nicht. So. Kommen die Leute denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal nur von der Ecke hier bis zu der Ecke. So. Weil das war ja noch hier in beide Richtungen, genau. Und dann drehen sie da einfach mitten auf der Kreuzung. Naja, solange es so passt, passt's. Perfekt. oh, es fängt an zu regnen. Cool.
Schönes Wetterchen. Aber verkehrsmäßig sieht es jetzt hier auch gar nicht mehr so übel aus. Alle fahren einfach hier lang und es verteilt sich gut, weil wir hier keine richtige Kreuzung haben. Gibt es hier eine Ampel? Nö, hier gibt es keine Ampel. Sehr schön. Dann ist das hier auch eigentlich voll der Place to be, ne? Hier direkt noch mit der Feuerwehr und alles. Das ist ein schöner Platz hier. Gefällt mir voll gut. ja gut, aber hier hinten haben wir jetzt eine weitere Straße und die Frage ist, bauen wir das hier irgendwie noch mit an oder rüber oder bleibt die Brücke hier die einzige? Ha, was für eine Frage. Ich baue mal hier mitten in die Mitte eine Straße jetzt so. Und dann baue ich jetzt hier einfach mal Wege in die jeweilige Richtung. Dann gibt es jetzt hier einfach nur die eine Straße, die hier rumführt. So. Und. Ja, passt nicht so richtig. Aber hier sollte es nochmal passen. Na? So. Boah, schön ist vielleicht anders, aber hier können sich erstmal wieder ein paar Leute niederlassen. So. Und dann können wir hier rein theoretisch auch nochmal kommerziell ein bisschen was rausholen. Indem wir die Straße hier einfach noch ein bisschen weiterführen lassen. Wir könnten die auch einmal hier rein theoretisch um den See legen. Aber kostet halt natürlich ein bisschen mehr. So, ich packe sie erstmal so weit hier rum. Ja, ist doch ganz nett, oder? Denn dann haben wir hier eine schöne Straße um den See. Und ich packe das hier mal noch dafür aus. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen Platz. Und dann kann das hier hinten auch noch ein Wohngebiet sein. So, wir brauchen jetzt aber dringend wieder was her. Sonst wird das hier ganz schnell kritisch. So, ich gehe mal von... Hallo? Gibst du mir den Punkt? Okay, von dem Punkt aus kann ich nicht. So. So. Und noch ein Stück hier. So, aber wir haben hier noch keinen Strom zurzeit. Das ist natürlich doof. Packen wir einfach mal hier so rüber. Nicht schön, aber selten. So, soweit, so gut. Das passt hier auch noch alles. Wir können hier auch noch das kleine Stück abreißen. Ja, nee, das sollte vielleicht bleiben. So, hier sind auch noch Häuser, die abgerissen werden müssen. So. Da sieht die Welt auch schon wieder rosiger aus. Und wir brauchen mehr Industriegebiet. So. Oh, der arme Park, ey. Das sieht echt nicht ganz gesund aus. Wir packen uns hier mal auch noch ein paar kleine Querstraßen hin. Jetzt reiße ich das hier gleich zwar wieder ab, was wir gerade erst ausgewiesen haben. Aber naja, ne? Ist halt manchmal so. So, packen wir hier auch mal weiter geradeaus noch ein Stück. Und dann müssen wir die Straße mal bald wieder anknüpfen lassen. Könnten wir rein theoretisch hier tun. Gut, ich mache sie noch ein Stück länger. Dann passt das vielleicht insgesamt besser. So. Passt da auch noch nicht so ganz. So, hier gefällt mir das ganz gut. So, dann haben wir da wieder eine Anknüpfung. Und hier noch ein bisschen mehr Platz, wo die Leute bauen können. Ach, herrje. Hier staut sich ja aber nicht zu wenig durch die Ampel. Na ja gut, weil die dann gleich da wieder rumfahren wollen. Das ist natürlich äußerst ungünstig gerade. Müssen wir vielleicht eine Umgehung bauen? Ja, bauen wir jetzt einfach mal eine fette Einspurige hier in die Richtung. So. Ja, okay, die wartet immer noch auf ihren Anschluss. Ähm.
Ja gut, das packe ich dann aber hier wieder zweispurig hin. So, das hätte noch ein Stück länger gemusst. Blöd. So. Und von hier nach da. Und das löschen wir dann einfach mal. So, weil geldmäßig geht es ja uns gar nicht mal so schlecht. Jetzt müssen die Leute nur noch erkennen, dass sie hier rum vielleicht schneller hinkommen, wo sie hinwollen. Hm. Bin ich ja mal gespannt, ob das irgendwer nutzt. Ja gut, aber momentan wollen sie eh noch alle hier hin. Da fahre ich auch nicht extra außen rum. Obwohl sie da schneller wären, ne? So, unser kleines Vögelchen hat ja schon wieder 1000 Sachen gezwitschert. So. Löschen, Löschen, Löschen. Schick. So, es sieht auf jeden Fall verteilter aus, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das an der Straße lag. Ach, naja, wenn nicht, können wir uns das auch einfach mal einbilden. Ich glaube, ich ziehe hier einmal komplett durch. So. Und dann packen wir hier mal eine Straße hin. So, überlappt sich jetzt hier zwar ein bisschen. Aber ist jetzt auch mal egal. So. So. Ja, ist nicht perfekt die Gegend hier, aber was soll's. Packen wir jetzt einfach mal hier das Stück voll. So. Ich meine, die ist jetzt hier zwar einspurig, aber man kann ja hier wieder einmal rumfahren und dann ist man ja auch wieder da. So, aber ich hoffe halt einfach so, dass das dadurch ein bisschen freier bleibt, wenn die hier gleich rumfahren können. Und dass es auf den einzelnen Stellen nicht zu voll wird. So, wir brauchen wieder Wohngebiet. Wir wandern mal wieder in die komplett andere Richtung. Und sagen den Leuten mal, dass sie da ein bisschen bauen können. Oh, wir haben ein paar Einwohner verloren. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir keine neuen Sachen zum Bewohnen ausgeschrieben haben. So, und Commercial brauchen wir bis jetzt immer noch nicht. Das klappt da in der Mitte ganz gut. Aber wir werden ja sehen, ob sich da mal irgendwann irgendwas ansiedelt. Oh, ja, hier ist kein Mensch, weil kein Wasser. Das macht natürlich Sinn und Strom ist da erst recht nicht. Ach hey, euch habe ich da hinten völlig vergessen. So, jetzt finden die Leute auf jeden Fall schon mal toll, dass es da Wasser gibt. Das freut mich ja in dem Maße schon mal. So, und dann bauen wir hier einfach mal den Strom rüber. Dann haben wir da auch einen ziemlich guten Direktkontakt. So, hier steht aber immer noch ein Haus leer. Nicht nur eins, so. Ich lass die dreimal stehen, damit wir da eine Verbindung für den Strom haben. So, mag da gar keiner einziehen oder was Neues dafür bauen? So, da haben wir schon das nächste Haus. Perfekt. So, und da baut auch jemand neu. Sehr, sehr gut. Dann lösche ich das hier mal auch noch. Und dann sollte das auch noch reichen, dass sich vielleicht jemand dazwischen platziert. Ja, sehr, sehr schön. Das freut mich hier über die Maßen. Aber trotzdem müssen wir jetzt leider erst einmal Schluss machen. Ich danke euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, das ist immer sehr schön, dass ihr hier vorbeischaut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's besser und bis dann.